Ja, aber es gibt zum Glück nicht nur die Toten, die gestorben sind. Es gibt äußerst lebendige Tote, ohne die wir ja nicht leben können. Also ich meine solche Menschen wie Bloch, der ja lebendiger ist als manche, die noch rumlaufen. Ich meine solche Leute wie mein Freund Robert Havemann. Und deswegen möchte ich euch ein Lied vorsingen. Das schrieb ich hier in der DDR, in Ost-Berlin, das Lied vom Hugenottenfriedhof. Wir gehen manchmal 20 Minuten, die Mittagszeit nicht zu verlieren, zum Friedhof der Hugenotten. Gleich hier ums Eck spazieren, da duftet und zwitschert es mitten, im Häusermeer blüht es und nach paar wohlvertrauten Schritten hörst du keinen Straßenkrach. Wir haken uns an den Hand ein und schlendern zu Brecht seinem Grab. Aus grauem Granit da sein Grabstein, passt gerade für prächtig schlecht. Und neben ihm liegt Helene, die große Weigelrot aus, von all dem Theaterspielen und Kochen und Waschen zu Haus. Dann freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küsse geben, wie nah sind uns manche Tote, doch wie tot sind uns manche, die leben. Wir treffen das uralte Weiblein, das harkt da und pflanzt da und macht, und sieht sie uns beide kommen, dann winkt sie uns ran und lacht. Die Alte erzählt uns von 18 November Revolution. Hier schossen sich die Spartakisten mit Kaiserlichen, die flohen. Karl Liebknecht und Luxemburg Rosa, so muss es den Menschen ja gehen. Lebendig und tot geschlagen habe ich sie noch beide gesehen, als ich noch ein junges Ding war. Ich bin ja schon viel zu alt. Von hier bis zur Friedrichstraße war alles noch dichter Wald. Dann freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küsse geben, wie nah sind uns manche Tote, doch wie tot sind uns manche, die leben. Da liegt allerhand große Leute und liegen auch viel kleine Leute. Da stehen riesengroße Platanen, dass es die Augen freut. Wir gehen auch mal rüber zu Hegel und besuchen dann dich dabei. Hans Eisler, Wolf Langhoff, John Hartfield und gleich in der Nachbarei. Von Becher kannst du da lesen ein ganzes Gedicht schönen Schein. Der hübsche Stein da aus Sandstein, ich glaub, der wird haltbar sein. Die Sonne steht steil in den Büschen, die Spatzen jagen sich wild. Wir halten uns fest und tanzen durch dieses grüne Bild. Dann freuen wir uns, gehen weiter und denken noch beim Küsse geben. Wie nah sind uns manche Tote, doch wie tot sind uns manche, die leben.